Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs in Zweibrücken, aber das ist nicht unser Ziel. Unser Ziel müsste Friedrichsdorf sein, weil Tante Mimi geschrieben hatte, dass da ein Haus ist. Das wollen wir gleich nach dem Logo erstmal aufbauen, ne? Dann eine Bushaltestelle vielmehr. Das Haus ist ja schon gebaut. Schauen wir mal. Wollen wir mal nach Friedrichsdorf hochscrollen. Und da soll ein Haus sein, Tante Mimi. Oh, tatsächlich, hier oben, ganz versteckt. Das ist ja ganz gemein gewesen. Okay, dann muss da eine Bushaltestelle hin und die muss, glaube ich, da tatsächlich hin. Da haben wir schon mal irgendwie was vorgeplant, ne? Kann das sein? Aber kein Problem. Das erledigen wir doch sofort gerne. So, dann haben wir das. Und jetzt ist nur die Frage, die Route wäre jetzt hier von denen hier. Ich glaube, das ist keine Stadtbus, das ist ein regionales Friedrichsdorf Hafen. Lassen wir das. Aber eigentlich ist das auch kein Regionalbus in dem Sinne, weil der Hafen ist ja schon, ne, in Stadtreichweite. Ich glaube, wir ändern da mal diese Geschichte von Regionalbus Friedrichsdorf Hafen. Das werden wir mal umbenennen hier. Das wird jetzt ein Stadtbus Friedrichsdorf. Aber wir können das ja lassen mit Hafen. Das ist ja gar nicht das Ding, ne? Aber den Fahrplan Friedrichsdorf Rathaus. Und Friedrichsdorf Hafen, dann wieder Friedrichsdorf Rathaus und dann dahin. Rathaus, Hafen, Rathaus, Asternweg. Passt. So soll es sein und so wird es werden. Und jetzt stehen da bestimmt schon welche, ne, oder? Nee, doch noch nicht. Aber schön, dass wir da ein Häuschen mehr haben, dass diese Stadt dann auch anfängt zu wachsen. Ja, letztes Mal hatten wir, glaube ich, aber auch schon alle Städte kontrolliert, oder? Hier wird ja schön gebaut, aber ja, wie man immer merkt, ne? Ich bin, glaube ich, einmal rum gewesen, da war das Haus vielleicht auch noch nicht da und beim zweiten Mal war es dann da und das hat Tante Mimi gesehen. Aber danke für den Hinweis. Gut, wie sieht es mit dem Geld aus? Ich glaube, da hatten wir schon mal mehr Miese. Da sind wir jetzt bei 438. Ich glaube, wir hatten schon mal 500.000 Miese. Also das wird auch besser. Jetzt müssten wir noch schauen. Ja, schön wäre es jetzt, wenn es dann mal ein bisschen anders vorangeht. Mit anderen Möglichkeiten, ne? Aber das wird wohl noch dauern, bis da irgendeine Stadt irgendeine Industrie baut oder sowas, ne? Hier stehen 7, okay. Ja, eigentlich müssten wir wieder gucken, dass wir Stellen finden, wo ja viele Passagiere stehen und wir vielleicht noch mal die Routen berechnen müssten eigentlich, ne? Hier tut sich, glaube ich, auch nicht so viel, aber hier war ordentlich für Abnahme hier, oder? Ist das jetzt die Kutsche oder die Haltestelle? Ich glaube, das ist die Haltestelle und das ist die Kutsche. Okay, da steht niemand. Die Kutsche ist leer. Was mit der Kutsche? Okay, da sind 4 von 6 drin. Das können wir so lassen. Wie schaut es da aus? 6 wollen zur Burg. Ja, andere wollen irgendwo anders hin, ne? Passt erstmal, würde ich sagen. Dann gehen wir mal hier unten zum Städtchen hier, benennen. Ja, ich glaube, da ist jetzt das zweite Haus hier auch schon tatsächlich zugekommen. Da steht keiner mehr. Dafür sind 4 in einem Zug drin. Okay, ist nicht die meiste Menge. Warte mal, was war mit dem Zug und Geld? Aber das ist in schwarzen Zahlen, das läuft. Ja, dann können wir hier unten mal noch gucken. Bei Königsbrunnen fangen wir mal an. Stehen da jetzt noch welche? Da ist gerade ein Zug weggefahren. Da stehen 9 Stück, aber nach Krugstraße intern. Das heißt, alle sind weg und wie viele sind drinne? 18. Dann ist hier also kein Problem eigentlich, ne? Da kommt der Gegenverkehr mit 4 nur. Okay, das ist jetzt nicht so viel. Wie geht sich das hier aus? Ich glaube, die treffen sich schon beide hier, ne? Mal kurz einmal schneller. Ja, keine Behinderung dadurch. Hier haben wir 20 Passagiere und die wollen alle nach Norden. Das heißt, die können in den Zug da auch gleich einsteigen und das wird klappen. Dann haben wir hier Köln. Und in Köln haben wir 35 nach Jena und 5 nach Königsbrunn und 14 nochmal nach Königsbrunn. Das sind 35, 40, 54. Das ist aber noch gut. Das reicht also auch von der Zugauslastung eigentlich. Der nächste, der hier vorbeikommt, sollte die auch alle mitnehmen. Ja, hier war so ein bisschen, wo ich am Überlegen war mit den Gleisen, ne? Vielleicht war das nicht so optimal. Ja, hier stehen natürlich die meisten mit, ne? Wenn Gütersloh nicht auch noch welche hat. 149.
Warte mal, lass mal gerade gucken. Er kommt mit 24 an, okay. So, er fährt jetzt voll irgendwo hin wahrscheinlich, ne? Noch nicht mal. Achim, Achim, Bad Mergentheim, Schwandorf, Schwandorf, Erlangen. Das ist alles Norden. Friedrichsdorf, Lippstadt ist auch Norden. Millensdorf in N. Bad Zwischenahn, Jena ist aber anders. Und Köln auch und Königsbrunn auch. Aber sieht aus, als ob die auch alle in einen Zug passen könnten, ne? 10, 24, 44 und 8 sind ja reichlich, aber ach, die 7 auch noch dazu. Ja, müsste aber trotzdem noch nicht voll sein, der Zug. Geht also. Gut, was macht Gütersloh dann? Da stehen nur 96, geht also. Kurz geguckt, aber auch hier ist nicht irgendwo was gebaut. Ja, die gehen alle nach Süden weg. Zweibrücken ist wieder ein bisschen anders wie Lüneburg. Können wir so lassen. Hier ist nichts besser. Wir stehen an der Burg 13, das ist auch schön. Also die Burg hat genügend Fahrgäste für uns. Lass uns nach zwei Bad Zwischenahn gehen. Da stehen 15, das ist auch okay. Die wollen alle in Gütersloh umsteigen. Und hier unten haben wir noch ein Städtchen, das sich Zweibrücken dann nennt. 28 Passagiere, das ist auch alles noch machbar, ne? Sogar intern geht da einiges jetzt schon. Das ist schon mal sehr gut, dann wächst die Stadt bestimmt auch schnell und das sieht bis jetzt auch relativ gut aus, oder? Gut, hier unten bei der Burg stehen noch zwei Passagiere. Die wollen nach Zweibrücken, das heißt, der fährt zum Bahnhof, denke ich mal. Zweibrücken Rathaus, doch nicht. Da hat er welche stehen lassen. Ne, das kann nicht sein. Okay, ist jetzt aber auch jetzt nicht so wild. Hier stehen 42. Die wollen alle übers Wasser, okay. Und wie viel sind da drin? 16, der ist voll. Oder das ist voll. Das Fährschiff. 7, das ist nicht voll. Und wie sieht es hier aus? Gar keiner drin. Okay, dann sind die anderen da drüben erst später gekommen, denke ich. Und zurück wollen will niemand. Okay, passt also auch noch nicht. Hier steht niemand. Und das hatten wir gerade schon, ne? Bayreuth hat hier ein Sträßlein gebaut, aber sonst noch nichts. Hat nicht so ganz so viele Passagiere da stehen. Und hier sind es 26, die da hochfahren. Okay. Und wir fahren jetzt hier runter. Auch 26. Können wir mit leben, denke ich mal. Hier sind es 13. Die wollen alle runter. Ah, da ist gerade auch ein Zug weggefahren. Ja, der fährt dann wahrscheinlich hoch und hat die alle mitgenommen. Ne? 35 ist eine ordentliche Zahl. Das ist abgedeckt. Und hier sind 29 drin. Das geht auch. Es fehlt uns nur noch Ettlingen. Da stehen nur drei. Und hier steht aber auch noch ein Hafen, ne? Im Gegenzug. Da steht aber niemand. Weil darüber will niemand fahren, nach hier hin wahrscheinlich, oder? Hier ist nichts passiert bis jetzt. Wir stehen hier am Hafen, 54. Die wollen alle weg, ne? Ja. Die gehen alle nach Norden, glaube ich. 7 Passagiere sind hier drin und hier wartet der, glaube, ne? So wie der Fahrplan das, glaube, jetzt vorsieht neuerdings. Die wollen nach Tierbacher Straße. Ist das da unten? Nee. Ach so, Ettlingen ist gar nicht hier. Ist ja Willensdorf. Und hier stehen 10. Okay. Eigentlich müsste das so passend sein dann. Gut. Was machen diese Schiffe, die hier irgendwo unterwegs sind? Müssen wir mal gucken, ob wir die finden. Da ist eins. Ist weggefahren erst. Ist natürlich voll geladen. Das letzte Schiff auch. Okay. Hier sind noch. Ah, die kommen wieder schon. Das ist voll und das letzte ist leer, okay. Aber da sind schon zwei dran, dann werden die anderen noch voller sein.
Passt aber erstmal. Hier ist nichts Besonderes. Hier steht niemand. Und da fährt auch niemand mit. Zusatzgeschäft da. Hier sind 9 Passagiere drin in Lippstadt. Okay. Ist jetzt nicht so prickelnd, aber was willst du machen, ne? Waren wir Erlangen schon? Ich glaube, da haben wir angefangen, ne, oder? Ja, das hat sich jetzt sozusagen in der Folge nicht ganz so viel getan. Jetzt müssten wir überlegen, dass wir, was wir noch machen könnten. Also angeschlossen haben wir, glaube ich, so gut wie alles, oder? Gibt es irgendwo eine Kathedrale oder irgendwie sowas, orthodoxe Kirche, die wir nicht angeschlossen haben? Ich glaube, es ist alles angeschlossen, oder? Ich weiß es aber nicht 100%, deswegen gucken wir mal lieber nach. Hier unten am Ende ist auch nichts. Sieht erstmal gut aus, oder? Geld 347.000, das wird besser. Ne, ich denke, dann haben wir schon alles abgedeckt, ne? Hier sehe ich jetzt auch nichts mehr. Keine Kirche vergessen, passt. Die fahren auch wunderbar, hier waren wir schon. Und das sind ja Orte, wo nichts ist, ne? Der Teich, der kann, die Seerosenteich kann dann für 1 Euro entfernt werden. Das wollen wir aber gar nicht. Gut, ja. Hier kommt gerade ein Schifflein an, einen Zug an. Dann kann das Schiff vielleicht fahren. Ah, der fährt sogar rüber, okay. Ja, der hat jetzt aber nicht ganz viel rübergebracht. Da steht niemand. Okay, und wie viel hat der mitgenommen? 6, okay. Jetzt nicht prickelnd, aber erstmal okay. Ja, jetzt können wir mal eine Liste angucken gerade, wie wir die Städte so haben an Einwohnern. Simotrant, nee, das passt schon. Name wollen wir nicht, sondern wir wollen Einwohner haben. Und von viel nach wenig. Jena ist immer noch die größte Stadt, okay. Flächig jetzt nicht wirklich. Ist das Haus gerade neu gekommen oder täuschte das? Weiß ich nicht. Oder hat sich's verändert? Kann auch sein, ne? Königsbrunn ist der nächste Ort, der daneben ist, der dann auch so groß ist. Das wundert mich ja so ein bisschen. Ich hätte mit anderen Orten gerechnet, die größer sind. Ettlingen ist jetzt weit, weit weg, aber hat ordentlich, ja, Bewohner. Das ist Bad Mergentheim, das ist auch größer. Und dann kommt erst ein Gütersloh und ein Neubrandenburg ist sogar noch viel, viel kleiner, ne? Das ist schon krass. Selbst Achim war so. Ja, okay, das ist unterwegs auf der Strecke. Bad Zwischenahn ist ein Endbahnhof und hat dann doch so viel. Bünde ist mittendrin statt nur dabei. Mittig auch. Bayreuth sieht irgendwie klein aus, aber ist nicht so klein. Ist doch ein bisschen größer. Zweibrücken ist eigentlich unsere größte flächige Stadt, ne? Aber macht wohl nicht so viel aus. Dann sind wir mit Köln unterwegs schon. Lüneburg ist auch noch nichts. Neubrandenburg wäre ich jetzt eigentlich davon ausgegangen, weil hier die meisten Passagiere stehen, dass das auch eigentlich größer wäre. Aber ja, weiß man nicht, ne? Erlangen hat eine Straße gebaut, wo keiner dran wohnt. Müllensdorf sieht das ähnlich aus. Hier ist nichts gebaut. Friedrichsdorf haben wir gerade erst mit der Bushaltestelle was erschlossen. Da sind aber auch keine Passagiere drin. Das ist ein bisschen schade, aber ist halt so. Winenden ist so gefühlt das kleinste Örtchen, aber es ist doch nicht das kleinste, sondern ja. Selbst Schwandorf ist kleiner, aber die haben auch nur Straßen gebaut, ne? Und ein Haus. Ne, hier unten ist noch eins. 2 also. Aber nichts zu verlöten hier gerade. Geld sind wir jetzt bei 313, also das wird auf jeden Fall mehr. Das ist schon mal gut. Jetzt wäre dann zu überlegen, was man sonst noch machen kann. Aber dann würde ich das in der nächsten Folge machen. Und dann müsste man überlegen, wo kann man etwas verbessern. Also ich
bin jetzt tendenziell hier diese Schifffahrt. Ist ja eigentlich Blödsinn, dass die da oben hinfahren, wenn wir hier unten auch einen Hafen haben. Vielleicht machen wir in der nächsten Folge das mal, dass die hier so rüberfahren, ne? Das ist nämlich kürzer. Die Linie werden wir nächstes Mal ändern. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.